Hey meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge am Montag von Minecraft der 1.20.6. Immer noch mit denselben Thematik. Wir haben, was heißt hier Thematik, was habe ich da für einen Hühnermist? Wir sind gerade von einer Höhentour zurückgekommen. Wir sind immer noch nicht, wir sind richtig vollgestopft. Das heißt, ich werde hier zum Beispiel jetzt die Minen hier lagern. Dann das ganze Erz. Ich weiß nicht, ob mir irgendwo schon Minenschienen gelassen habe. Ich tue es einfach jetzt mal da rein, weil da auch mit es auch mit Eisen was zu tun hat. Da, das können wir schon nochmal rausnehmen. Hier kommt mal das Redstone rein. Das, wir haben auch ein bisschen Gold hier, ein bisschen Gold da, ein bisschen Gold dort. Roheisen haben wir auch noch ein bisschen hier. Das tun wir auch hier rein. Amethystsplitter, Diamanten haben wir 6 Stück gefunden bis jetzt. Da gehen wir halt, nochmal eiskalt runter in die Mine. Weil ich will es so nicht aufgeben, dass ich meine, ich gebe mich nicht zufrieden mit 3-4 Diamanten, ganz ehrlich. Da, ich wäre kein Minecraft-Craftler, wenn ich mich mit so wenig übrig geliebten Gestein zufrieden geben würde. Also mit diesen Diamanten. Wir haben auch schon noch ein Zauberbuch, das ist Mehrfachschuss, ja gut. Monster Sachen kommen hier rein. Warte mal, müssen wir Redstone. Zusammenquetschen. Okay, Bruchstein haben wir hier. Das lagern wir auch hier ein bisschen ein. Das Bruchtiefenschiefer kommt jetzt erstmal hier in die Mitte. Dann haben wir versäumt, das Redstone noch zurückzulegen. Das kommt natürlich hier auch rein. Den Sattel, weil da schon Rüstungen sind, dann mache ich jetzt hier auch einen Sattel rein. Das ist jetzt ein Weltuntergang. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, ist nochmal Holz, also Stöcke. Ich glaube, da habe ich eine Menge, die nehmen wir mal mit. Und dann würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4, zack. So, dann haben wir das. Und dann machen wir uns wieder ein paar Fackeln mehr. So, das müsste eigentlich erstmal für den Anfang reichen. So, und dann gehen wir wieder runter. Ich hoffe, ich finde meine... Ja, meine... Jetzt kriege ich das Wort nicht mehr zusammen. Was ist denn da los heute? Immer noch dasselbe Aufnahmemarathon, nur so by the way. Ich glaube, meine Gehirnschmalz ist geschmolzen, so dass ich, dass mein Sprachmuskel komplett im Eimer ist. Und mein Gehirn hat wahrscheinlich auch drunter gelitten. Aber das ist nicht so. Oh, hier ist irgendwo eine Hexe, da müssen wir aufpassen. Die können richtig übel werden. Aua. Mal hier kurz Licht machen. Da Licht machen. Da ist Gold, das nehmen wir wieder mit. Leider gibt es keine Verzauberung, dass zum Beispiel gegen Hexen hilft, dass man so in die Rüstung klatscht und die können eigentlich vergiften. Also Immunität gegen Gift gibt es leider nicht. Kupfer nehme ich nicht mit. Wir haben, sonst haben wir zu viel davon und das will ich nicht. Da haben wir Lapis Lazuli, das nehmen wir natürlich mit. Weil das braucht man für, zum Beispiel für Verzauberung ist das ganz wichtig, oder wenn man blauen Farbstoff haben möchte. Natürlich können wir das auch bei einer Blume machen, den blauen Farbstoff, das ist logisch. So, hier haue ich mal das Kies weg, das können wir mitnehmen für Beton. Vielleicht verändere ich mein Gebäude noch ein bisschen. Oder mache einen Anbau, noch einen Anbau. Ich bin immer den anderen Anbau auch noch nicht fertig. Ich meine, den Verzauberungsraum haben wir jetzt schon. Alter Schwede, ist hier viel Geröll.
So, das nehmen wir erstmal mit. Dann holen wir mal das Eisen aus der Wand. So. Wollen wir alles mitnehmen. Man kann nie genug Eisen haben. So. Ich muss ja sagen, ich habe ja... Sagen wir so, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich jemals zwischen bei Minecraft mal so, also nicht zwischen, sondern mit Minecraft mal Pause gemacht habe. Es ist immer irgendwie spiele ich privat, erstelle kurz einen Spielstand, spiele ein bisschen, dann ein paar Tage später lösche ich den Spielstand wieder, dann erstelle ich ihn noch einen. Aber ich kämpfe mit mir gerade selber halt mal einen wirklich fest zu behalten und dort auch fest zu bauen. Aber bis jetzt ist immer so das Blöde, dann ist so wieder eine Sache, die gefällt mir überhaupt nicht mehr bei den Spielstand, und dann lösche ich den Spielstand automatisch. Das ist irgendwie ein Fluch. Also für mich jedenfalls. Ach du Seegurke. Ja, dann spreng dich in die Luft. Mach dein Leben ein Ende. Spreng dich in die Luft halt. Mal kurz hier wieder versuchen, hier runterzukommen. So, jetzt gehen wir erstmal wieder da lang. Oh, ich hasse es, wenn ich aufnehme. Oh. Jedes gottverdammte Mal. Entschuldigung, ich will jetzt nicht fluchen oder so. Aber jedes Mal, wenn ich aufnehme, juckt die Nase. Oder das Gesicht. Oder das Ohr. Oder der Hinterkopf. Das ist lästig. Jetzt kommen wir wieder zu der Mine wieder. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und da ist irgendwo noch... Diamant oder so. Aber die Schienen nehme ich wieder mit. Warum nicht? Da habe ich bestimmt schon reingeschaut, weil da eine Fackel steht. Jo. Da habe ich schon reingeschaut, das brauche ich gar nicht mitnehmen. Obwohl. Nehme ich doch mit. Dann brauchen wir sich das nicht mehr craften, weil du kannst ja quasi sowas wie einen Zug bauen. Und du, da ist so ein Ofen vorne dran, nicht vorne dran, sondern in der Schiene, in den Mining Car. Und wenn du den befeuerst, dann schiebt er quasi die andere Karre mit der Truhe an. Also wie so ein kleiner, wie gesagt, wie so ein kleiner Zug ist das dann. Ey, hier bin ich. Muss ich schon Zombie sagen, wo er hingehen soll. Alles klar, läuft. Ja, wenn man bedenkt, dass Untote ja eigentlich nicht mehr denken. Da ist schon ein bisschen Denken noch da, aber nur das Fleisch, Gehirn, Fressen im Kopf. Sonst ist da nichts mehr. Und Zombies würden trotzdem fressen, so ein Fakt, wenn sie keinen Magen mehr hätten. Fressen die trotzdem. Weil dann wie so... Wie kann man es dann nennen? So gehirnlose Tiere sind. Also wie... Gott, wie kann ich es beschreiben? Wie so ein Tier, das halt eben... Gott. Ich kann es nicht beschreiben. Vielleicht könnte das jemand in den Kommentaren beschreiben. Was er denkt, wie Zombies eigentlich normalerweise sind, wenn die kein keinen Magen mehr haben, normalerweise zum Verdauen. Obwohl, ich glaube kaum, dass Zombies noch in ihren Zustand verdauen. Aber irgendwie muss es ja verdauen, weil sonst hätten sie nicht immer Hunger. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Wir können ja vom Glück reden, dass es sowas wie Zombies nicht gibt. In echt. Es gibt Kannibalen, ja. Aber keine so Untote, also so eine Leiche, die wieder aufsteht und dann nur ans Fressen denkt.
Es ist nur so eine Fantasie von irgendeinem, ja, Filmemacher, Schriftsteller etc. pp. Das nehmen wir wieder mit. Also ich werde jetzt nicht mehr nach Diamanten suchen. Ich lasse das den Zufall wieder auf mich zukommen. Ich mache jetzt einfach ein paar Höhentouren mit euch. Und wenn wir Glück haben, stoßen wir per Zufall auf Diamanten. Weil sonst haben wir immer wieder den Fluch des Fluches. Wenn man was sucht, findet man es nicht. Und wenn man es nicht sucht, dann findet man es. Ist das gleiche, wenn mit. Es hört sich komisch an, wenn ich das jetzt so vergleiche, wenn man fotografiert, ja? Wenn du ein Motiv suchst, was du unbedingt fotografieren willst, findest du es nicht. Moment, das Lied muss ich weitermachen. Weil das hat hier nichts mit Roblox zu tun, das ist Minecraft hier. Ja, hier geh ich mal runter und buddel mal so in die Richtung. Und mal in die Richtung. Einfach mal um zu sehen, ob hier irgendwelche Tunnel sind. Nope. Nix. Ist so wieder dasselbe Lied. Weg damit. Ja, also dieser Media Player, den man für Standard für einen PC hat, der ist Rotz. Muss ich auch sagen, ich habe ja auch noch nicht so viele Lieder. Ergo ist ja klar, dass immer wieder dasselbe Lied dann kommt. Und da haben wir wieder Eisen. Da gehe ich jetzt nicht aus Neugier runter. Ah, da ist wieder Eisen. Da ist die Spitzhacke hinüber. Wir haben haufenweise Müll dabei. Das hier, kiesbehaltig, Pfeilspitzen, verzichte ich mal auf die drauf. Auf Knochen verzichte ich auch. Und auf das hier und das hier verzichte ich. Muss ja nicht jeden Mist mitnehmen. So, also einfach mal hier weiterschauen. Wenn da irgendwie Ende ist, dann bohre ich trotzdem nochmal nach, um ganz sicher zu gehen. Also hier ist schon mal nichts. Hier ist auch nichts. Da wird nichts sein, da ist die Höhle dann. So, da habe ich beinahe was vergessen. Alter, ist da viel Eisen. Da war klar, dass du uns hier siehst. Ja, ich kann dich wegschubsen. Stell dir vor. Und das ist ein roher Eisenblock. Ja komm, willst du jetzt wohl... Ihr seid wirklich Hohlbirnen. Ja komm, da ist Licht. Tschüss. Das ist bestimmt ein roher Eisenblock. Oder? Jo, das gibt's komischerweise auch. Da ist wieder einer. Warum auch immer es die gibt. Ja, ich hau die Fackel da weg. Mhm. Aber frag mich nicht, warum es diese rohen Eisenblöcke gibt in den Wänden. Mal schauen, ob wir hier rauf können. Da ist noch Gold. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Gegner oder so. Nee, sollte es eigentlich nicht. Aber da war irgendwo Gold. Wartet mal, in der Richtung war Gold irgendwo. Genau da über uns.
Oh, der war irgendwo hier. Da war er. Ja, da muss ich noch weiter bauen. Abbauen. Moment, haben wir gleich. Oh, jetzt können wir das weiter abbauen. Und es ist auch gut, dass wir Eisen finden, weil je mehr Gold wir erwischen, desto weniger brauchen wir danach suchen wegen Antriebsschienen. Ich weiß nicht, ob Gold noch einen anderen Nutzen hat. Außer das mit den Antriebsschienen, vielleicht auch noch wegen Alchemie. Ich bin mir jetzt da gar nicht so sicher. Kommentare deswegen bitte gerne unter dem Video schreiben. Würde mich freuen. Ich werde auch nicht nachrecherchieren, da habt ihr die Qual der Wahl, wenn ihr wollt. Ich buddel mich mal hier durch, obwohl ich glaube, ich hier war ich schon mal. Okay, hier ist eine Lavaquelle. Ein riesiger Platz. Dass es hier kein Monster gibt. Ich habe schon wieder keine Fackeln. Aber bis jetzt kein Erz. Da mal Lapis. Ich umgucken, dass ich ja nichts anschleichen kann. Haben wir mitgenommen, das Lapis. Da war ein Enderman wieder am Start. Nächster große Höhlenabschnitt. Na komm her, Zombie. Lass dich mal wegschleudern. Da haben wir Eisen. Habe ich da irgendwo ein Erz gesehen? Nö. Ja, Kupfer ist mir sowas von scheißegal. Wenn man das verbinden könnte mit Redstone, so als Kabel oder sowas. Das wäre mal was, aber so... Habe ich nicht so das Verlangen danach. Hier waren wir noch überhaupt nicht. Und das geht ganz schön tief runter. Gehen wir erstmal hier lang. Da ist Kupfer, wie gesagt, das ignoriere ich. So gut wie. Gehen wir erstmal hier lang. Da ist wieder Lapis. In der Ferne sehe ich sonst kein anderes Erz. Doch, da unten ist Eisen. Und da ist Redstone. Da ist wieder Lapis. Nehmen wir erstmal das mit. Da ist wahrscheinlich jetzt drunter noch was. Nö, gut. Ja gut, gehen wir erstmal da lang. War schon krass, wie groß diese Höhlen gemacht wurden. Da hinten ist ein Skelett und da sehe ich auch Eisen. Ich nehme aber erstmal das hier mit. So, das nehme ich erstmal mit. Dann stellen wir uns den Kampf mit dem Skelett. Das wird mich eh gleich sehen. Ja, das hat mich schon gesehen. Da komm runter, Skeletor mit Bogen 2.0. Ja, hast du jetzt. Bist du. Alter. Stirb. Im zweiten Tod. Den du verdient hast. So, hier wieder erstmal Redstone-Mitnehmer. Wegen Erfahrungspunkte. Und seht es mal so, wenn wir jetzt so viel Redstone sammeln, wie es nur geht, so viel Gold, wie es nur geht, so viel Eisen, wie es nur geht, dann haben wir den Vorteil, den Hallenvorteil, wir müssen nicht mehr so oft in Minen runtergehen, um Material für Schienensysteme zu bauen. Also Antriebsschiene, Boosterschiene und so weiter. Dann, und Lapis Lazuli natürlich auch. Dann brauchen wir auch nicht mehr runtergehen, wegen, dass wir in den Höhlen gehen, dass wir irgendwas zum Verzaubern haben. Weil Lapis Lazuli ist ja quasi der Baustein zum Verzaubern.
Oh, ein Zombie mit Skelett, das ein Schwert mit ein Zombie mit Schwert, das er eh nicht nutzen wird. Der will eh nur seine Fäuste nutzen. Aua. Blauhund. Erschreckt mich doch nicht so. Bin gerade innerlich zusammengezuckt. Da unten ist ein Enderman. Das wird wahrscheinlich der sein, wo den Block genommen hat. Da sehe ich Eisen und da oben sehe ich auch Eisen. Aber immer noch keine Diamanten. Dass man so per Zufall mal einen Diamantenblock sieht, Erzblock sieht, weißt? Da haben wir Kohle. Ich schnapp mir gleich das Eisen. Erstmal die Kohle. Die ist wichtiger. Obwohl, Holz haben wir ja nicht. Ich habe wieder kein Holz mitgenommen. Ich Eumel. Okay, wo geht's? Hört's auf? Hier hört's auf. Eieiei. Ja gut. Aber ich seid mir nicht böse, ich werde gleich die Musik auslassen. Weil immer wieder die Sam Reader, das geht auch irgendwann. Machen wir hier Pause kurz. Ich mach mal die Lieder aus. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen, weil die Lieder sind eindeutig zu kurz. Ah, jetzt kommt schon, sammelt sich hier eine Horde Creeper an. Erstmal Brot zu sich nehmen. Dann hole ich mir das Eisen hier oben. Ein Zombie hat uns auch schon wieder gesehen. Das hat man an den Grunzen gehört. Ja klar, der Eisen bleibt da oben stecken. Nee, ich gehe erstmal den Weg hier runter. Riskiere ich jetzt ein bisschen Schaden. Ich habe hier so einen Dachschaden, also von daher. Da kommt das auf den einen oder anderen Schaden auch nicht mehr an. Was für komische Tunnel. Oh, hallo Skelett. Boah. Guten Flug. Nur mal guten Flug. Aua. Ja, der eine Zombie hat mich auch schon entdeckt. Das war mir wieso klar. Mal umschauen. Nur auf vorsichtig sein. Aber immer noch keine Dias. Echt traurig ist das. Und wir haben schon wieder keine Fackeln. Und wir haben keinen Platz mehr. Warum auch immer. Ja, weil ich so sehr schlau bin. So, vielleicht ist jetzt ein bisschen wieder mehr Platz. Und da hinten haben wir wieder Skeletor und da ist, glaube ich, auch wieder Eisen. Dann stellen wir uns halt mutig den Kampf gegen das Skelett. Oh, Alter. Nutze ich halt ausnahmsweise mal mein Schild. Ja, schon einen anderen Kumpel gebe ich den Tipp, hey, nutze das Schild, dann hast du es einfacher mit den Skeletten. Und dann weißt du, dann bin ich so selber der Holzkopf, der dann das gar nicht überhaupt nutzt, weißt?
Oben sehe ich. Nee, das ist kein Eisen, das war ein Fleck auf dem Monitor. So, das Gold nehmen wir auch wieder mit. Nochmal hier weiter. Das sieht auch irgendwie cool aus. Ah, haufenweise Skelette. Nee, darauf habe ich jetzt keine Lust. Komm. Stell dich wie ein Mann. Au, 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 au. Komm schon. Renn doch nicht immer gleich weg, wie ein Bekloppter. So. Oh Gott, schaut mal, das sind zwei Seegurken, die gerade Party machen. Guten Flug. Und ist wieder ein Skelett. Da hier sind überall Öffnungen für Höhen. Ich werde schon noch irgendwie das passende Lied finden oder die passenden Lieder, damit es nicht so still ist. Aber ich finde, Mojang Studios müsste das selbst mal hergehen und sagen, komm, wir müssen jetzt mal mehrere Lieder kreieren, wo man dauerhaft laufen lassen kann. Damit es nicht so still ist und nicht nur alle 10 Minuten mal ein Lied laufen lassen und dann ist wieder still. Aber das kriegen sie irgendwie nie geschissen. Nö, 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 nö. Haut bloß ab, ihr schubst mich da jetzt nicht runter. Sondern der Käse. Eine Sache mache ich noch, bei Musik feindliche Wesen ein bisschen lauter, damit ich die Zombies höre. Moment, ich mache mal hier Licht. Und ich muss ja sagen, ich habe schon sehr viele YouTube-Kanäle besucht, wo es hieß, ja, kostenlose Musik für eure YouTube-Videos, bla 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 bla. Sorry, wenn ich so verbittert klinge und dann kommt von dem Kanal die Plattenfirma her und beschwert sich, dass ich ihre von denen den Kanal die Lieder nutze. Dann kommen sie wieder mit Urheberrecht und bla bla bla, sage ich, wieso, ihre Schützlinge, die sie da gerade schützen, schreiben selber in ihren Kanälen, dass man diese Lieder kostenlos nutzen kann für seine YouTube-Videos. Ich hatte schon mal mit einer Plattenfirma ein bisschen Stress. Aber auch nur mit in dieser gleichen Variante, wie ich es gerade gesagt habe, dass die auf ihren Kanal schreiben, hey, ihr dürft unsere Lieder nutzen für eure YouTube-Kanäle, ihr müsst uns nur in der Videobeschreibung verlinken oder erwähnen oder im Video erwähnen. Dann passt alles. Aber nein, dann kommt diese nette Plattenfirma her und sagt, hey, das darfst du gar nicht nutzen, die Lieder sind geschützt. Und da flog gerade ein Leuchtsquid Selbstmord gemacht. Und das verstehe ich nicht. Die sagen ja und die sagen wieder nein. Deswegen glaube ich zwar euch, dass ihr da so Kanäle findet, wo die nichts dagegen haben, aber ihr müsst immer bedenken, diese Lieder von diesen YouTubern, die werden auch von irgendeiner Plattenfirma geschützt. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich habe bis jetzt noch nie Probleme gehabt, konnte da Lieder nutzen bis und geht nicht mehr, glaube ich euch. Aber wenn eine Plattenfirma jetzt mir zum Beispiel sagen würde, ja, okay, sie dürfen ruhig diese Lieder nutzen, das Einzige, was sie machen müssen, ist den Kanal und den Besitzer der Lieder in ihrem Video erwähnen.
Wenn das eine Plattenfirma behauptet, sagt, dann vertraue ich dir. Aber wenn dann irgendwelche Leute von euch daherkommen und sagen, hey, ich habe da so einen Kanal, da nutze ich immer die Lieder, da habe ich noch nie Probleme gehabt. Danke für die Empfehlung, aber dem vertraue ich nicht mehr so ganz. Da ist, das Vertrauen weg. Das ist futsch. Oh, der ist erst in die Tiefe gestürzt. Tack, tack. Na komm, schieß. Daneben. Skeletor. Die Erfahrungspunkte will ich trotzdem. Und es wäre wirklich mal schön, wirklich mal einen Kanal zu finden, wo ich haargenau weiß, dass die Plattenfirma nichts dagegen hat und der Kanalbesitzer nichts dagegen hat. Nur das Einzige darauf erpicht ist, dass ich ihn in einem Video erwähne oder verlinken tue in der Videobeschreibung. Dann wäre ich glücklich. Das Einzige, was ich wiederum nicht verstehe, ist, wenn Plattenfirmen Sounds, also den kompletten Ton von einem Videospiel, herkommen und sagen, nee, darfst du nicht nutzen, nein, 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 nein. Dann würde ich immer, eiskalt zu der Plattenfirma sagen, okay, jetzt nehmen Sie mal ein Spiel auf und tun den kompletten Ton weg. Meinen Sie, den Zuschauer interessiert es noch, wenn das Spiel keinen Sound hat? Da sage ich immer, da machen sich Plattenfirmen immer richtig zum Affen, richtig lächerlich. Wenn du zum Beispiel Vogelgezwitscher hast, ich glaube kaum, dass es den Entwickler von den Sounds stört, wenn du das in dem Spiel zu hören, also hören lässt. Weil du könntest ja selber ein Tonbandgerät aufnehmen oder ein Handy aufnehmen, zum Beispiel auch. Könntest in die Natur rausgehen, könntest Vogelgezwitscher aufnehmen und könntest es ins Spiel quasi selber abspielen, also reinfügen. Das ist kackegal. Oder wenn du ein Instrument spielst, ja? Oder eine Glocke läutest oder ähnliches, ja? Das kannst du auch, da könntest du auch rausgehen, könntest hergehen, könntest du dich neben eine Kirche hinstellen und warten, bis die bimmeln und könntest das aufnehmen. Also da bin ich schon in meiner festen Meinung, da machen sich gewisse Plattenfirmen schon lächerlich. Dass sie sowas angeblich schützen müssen. So eine gequillte Scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke. Ich weiß zwar nicht, wer das Gerücht da in die Welt gesetzt hat, dass die Skyrim-Sounds urheberrechtsgeschützt sind. Klar, wenn man die für irgendwas anderes nutzt, außer für das Spiel, kann ich es verstehen. Aber wenn man das Spiel Let's Played oder streamt und dann die Plattenfirma hergeht, wo das die Sounds schützt oder die Musiklabelfirma und dann sagt, nee, das darfst du nicht nutzen, das Drachenbrüllen für das Spiel, nee, das Schwertklingen darfst du auch nicht für Skyrim nutzen. Ganz ehrlich, das ist... Sorry, aber wenn ich wegen sowas Urheberrechtsdinger ich nenne es einfach mal Dinger, verteile und sage, nee, das darfst du nicht nutzen. Nee, ganz ehrlich, dann würde ich als Chef von so einer Plattenfirma hergehen und sagen, hey, Leute, wir machen unsere Arbeit gut, klar, aber wegen jedem Hühnermist ein Urheberrechtsdingsbums zu verteilen, das ist Schwachsinn. Damit macht mir kein Geld. Da lehne ich mich jetzt weit raus und sage, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich würde das so nicht handhaben wollen. Als Chef von einer Plattenfirma oder von einer, die Musikstücke schützen will. Weil gewisse Sachen kannst du auch selber herstellen. Aufnehmen. Da brauchst du nicht unbedingt eine Firma dafür, also da brauchst du nichts extra dafür, jetzt dir Sorgen machen, hey, bekomme ich jetzt einen Strike, weil ich dies und das und jenes mache. Und ich kann davon reden, ich habe einmal Erfahrung davon schon gemacht. Bei dem Let's Play zu Grim Tales 3, gefährliche Wünsche, hat mich schon eine Plattenfirma wegen Vogelgezwitscher angeplattert. Wo ich dann einfach das Stück rausgeschnitten habe, dann hatten die Zuschauer halt eben an der Stelle keinen Ton, da hatten sie halt Pech. Aber das ist von so einer Firma so lächerlich. Einfach so erbärmlich.
wenn es ein berühmtes Lied wäre oder wirklich ein Lied, was man überhaupt nicht quasi hören lassen kann darf im Spiel, dann würde ich es ja schon verstehen. Aber Vogelgezwitscher, ganz ehrlich, sowas von affig. Wenn ich nicht so anständig und höflich erzogen wäre, würde ich schon dieser Plattenfirma mal eine Mail schreiben und sagen, machten Sie sich doch nicht lächerlich wegen Vogelgezwitscher. Das ist ja peinlich. Da, jetzt kommt zum Beispiel Musik wieder von Minecraft. Warte ich mal, ich mach's mal ein bisschen lauter. Die wird jetzt so 10 Minuten quasi gehen. Oder 5 Minuten. Eins von beiden. Wo wir wieder das Thema haben, Creativerse. Bei Creativerse, das ist auch so ein Sandbox-Minecraft-ähnliches Spiel, läuft die Musik dauerhaft, ja? Die wird nicht mal unterbrochen oder so. Ja. Und ich muss ja sagen, ich habe ja Mojang Games, wie sie sich jetzt auch nennen, habe ich ja schon im E-Mail geschickt. Sogar 2-3 Mal, dass sie vielleicht mal die Musikstücke irgendwie anders dauerhaft laufen lassen. Ich meine, jedes andere Spiel kann das ja auch. Warum können die das nicht? Aber bis jetzt kam nie eine Antwort zurück. Nie. Weil die kriegen wahrscheinlich so viele Mails, was zum Beispiel Thema Musik angeht, das überlesen die einfach schon. Das zwar nicht böswillig, aber das müsst ihr bedenken, die kriegen ja haufenweise Mails von ihren Fans, von ihren Spielern und so weiter. Die sagen, das könnt ihr doch mal dabei sein oder das könntet ihr doch mal machen und das könntet ihr vielleicht mal umsetzen. Ihr könntet vielleicht mal der Alex, den weiblichen Minecraft-Figur Boobs kreieren und so weiter. Weil so und sowieso, ihr könntet ihr mein Kleid verpassen oder dies oder das oder jenes. Oder ihr könntet mal Rucksäcke reinbringen oder ihr könnt mal Möbel reinbringen. Zum Craften gibt es ja, ich könnte euch ja mit denen zusammensetzen, der zum Beispiel Deco-Craft programmiert hat, könnt ihr euch ja mit dem Mod-Entwickler mal zusammenstellen und den. Die kriegen ganz schön, also ich glaube, den ihr Postfach bei ihnen E-Mails, das ist immer rotze voll. Au. Au ab. Yay, ich habe eine Fliege wie in der Raum, das ist wieder herrlich. Das heißt, ich werde wieder der genervte. Ja, jetzt kommen halt haufenweise zum Kuscheln, wa? Haut ab. Aua. Ich gehe mal kurz weiter hier. Irgendwo ist ein Monster-Spawner, Zombie-Spawner wieder wahrscheinlich. Weil mein Kies würde ich schon gerne mitnehmen, aber da verzichte ich auf das Gammelfleisch. Irgendwo ist da wieder ein Zombie-Spawner. Einfach mal da lang. Wenn mich wirklich angepeilt haben, die Zombies, dann kommen die schon hinterher. Ich hab schon wieder keine Fackeln. Ich verzichte mal auf die hier. Ja, über mir ist Wasser, da tröpfelt es ganz gut. Tröpfelt. Oh, ganz schnell Schild ausrüsten. Dann kommen wir ins Skelett. Ich sehe zwar jetzt ein bisschen weniger, wenn bei solchen Szenen kommen, einfach mal auf Vollbild machen. Dann kann ich aktuell nämlich keine Fackeln platzieren, wenn ich Schild habe. In der Hand habe. Aber leider sehr viel Pech mit Diamanten gerade.
Vielleicht werde ich privat ein bisschen danach suchen. Oder wie gesagt, ich lass den Zufallgenerator, den imaginären, darüber entscheiden, dass wir Diamanten finden. Na. Die haben die Locke, die Diamanten in einer bestimmten Tiefe gemacht. Aber minus 59, das glaube ich nicht, dass da Diamanten zu finden sind. Wenn, dann habe ich wahrscheinlich ganz schön viel Pech, was das angeht. Ich meine, was für Höhe sind wir denn gerade? 24. So, gehen wir noch ein bisschen ein Stückchen weiter. Kommen da noch irgendwelche Gegnerz? Glaube nicht. Gerade. Hoffen wir es mal. So, ich mach mal hier Licht. Nee, ich glaube, hier können jetzt keine Gegner gerade kommen. Erscheinen, meine ich natürlich. Ich gehe mal kurz hier, dann verbarrikadiere ich mich mal ganz kurz. So, ich habe mich ja verbarrikadiert. Nicht ganz groß wieder, jawohl. Nee, Spaß. So, meine lieben Freunde, jetzt ist wieder aber mal Schluss für diese Folge. Hier drüben kommt ihr zum Beispiel zum Let's Play von Life in the Woods, Minecraft im Modpack. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr bei mir bleiben wollt, ein Abo und einen Daumen nach oben wäre super. Denkt daran, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit ihr auch ja nichts mehr verpasst. Ein bisschen Action Pop Action unter meinen Videos würde mich ganz doll freuen, würde mich auch unterstützen, würde mir auch helfen. Und dann sage ich mal, schöne Woche euch und bis bald.